Einen wunderschönen guten Tag am Freitag hier im Fahrstuhl. Ich habe Ihnen heute was mitgebracht, nämlich die aktuelle Studie Perspektiven der Bank Insurance in Deutschland, die wir gemeinsam mit den Versicherungsforen Leipzig herausbringen. Vor 2 Tagen hat diese Studie das Licht der Welt entdeckt. Da haben wir diese Studie vorgestellt und Teile der Inhalte vorgestellt. Alles kann man gar nicht vorstellen. Es ist ein wirklich Mammutwerk geworden zu dem Thema. Vielen lieben Dank an die Fondsfinanz in München, die dieses Werk hier als Partner mit unterstützt hat. Wir haben viele Vorstände befragt von Versicherungen und Banken und haben sie befragt zu diesem Thema. Wir haben Experten im Vertrieb befragt zu diesem Thema. Wir haben Endkunden befragt zu diesem Thema. Und ja, es tut sich was. Eine interessante Zahl war sicherlich, dass 30% der Endkunden gerne mal auf Vorsorge- und Absicherungslösungen angesprochen werden würden von ihrer Bank. Aber es ist nicht passiert. Aber sie würden gerne. Ich nenne das Vertriebsgap. Wir haben aber auch festgestellt, dass zwar die meisten Versicherungen noch über Versicherungen verkauft werden, aber schon einiges auch über Banken. Und die Kunden gesagt haben, sie vertrauen im Grunde genommen sogar den Banken mehr, wenn Versicherungen verkauft werden, als der Versicherung selber, weil man der Bank eine gewisse Neutralität zusagt. Was ja bei Ausschließlichkeit durchaus in Frage gestellt werden kann. Aber das haben die Kunden geantwortet. Viele spannende Ergebnisse und ich setze Ihnen unter dieses Video in jedem Fall mal auch den Link zum Download, wenn Sie sie in gedruckter Form haben wollen. Es ist auf nachhaltigem Papier gedruckt. Dann gerne schicken wir Ihnen auch so ein Exemplar zu. Schreiben Sie mich an, wenn Sie das Werk hier in den Händen halten wollen. Viele spannende Zahlen. Wir haben einen spannenden Kongress zu diesem Thema jetzt gerade 2 Tage gehabt. Mit tollen Partnern, tollen Versicherungspartnern, tollen Lösungspartnern. Wir werden diesen Kongress im nächsten Jahr wiederholen. Den Termin gibt es noch nicht so 100%. Wir basteln gerade dran, halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Und ich hoffe, ich habe Ihnen den Mund wässrig gemacht zu dieser tollen Studie. Vielen Dank nochmal an alle Partner und die Redaktion, die daran mitgewirkt haben. Und ich sage bis nächste Woche hier im Fahrstuhl. Tschüss.